Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolands Club. Und wir haben heute Gäste aus aller Welt mit Weltniveau. Wir haben Michael Hatzius Samtun. Wir haben Jean-Philippe Kindler. Wir haben Serhat Doğan, Katharine Hühnerfeld und last but not least Dave Davis. Jetzt geht's aber wirklich los. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Olafs Club. Seien Sie gegrüßt daheim und hier natürlich auch bei uns zu Hause. Riesenstimmung, Konfetti, Dosenbier und Russenpuff, Caramba, Zumba, Hefeteig. Es ist alles am Limit. Wir haben sogar in puncto Ausstattung noch was draufgelegt heute hier. Wir haben einen Komposthaufen hingestellt. Ja, gute Stimmung. Trotzdem ist meine erste Botschaft eher betrüblicher Natur, denn es ist der 8. von insgesamt 8 Olafs Klubsen. Das heißt, der letzte. Oh. Schade. Aber man muss trotzdem rückblickend voller Stolz anerkennen, was hier auf der Bühne in diesen ersten 7 Sendungen geleistet wurde. Also das war Weltspitze, das war oberstes Regal, das war intelligent, super. Und die Gäste waren ja auch noch da. Ne? Also es war absolut spitze. Wir hatten Gäste, die haben hier Witze erzählt. Ich bin dann nach der Show im Hotel, ich konnte vor Lachen nicht einschlafen. Ich habe 4 Nächte wachgelegen. Die besten Witze werden jetzt schon 1:1 in China nachgebaut. Und das Tolle, darauf bin ich besonders stolz, es ist uns gelungen, nachhaltiger zu werden hier auf der Bühne. Also wir konnten ganz viele Witze der letzten Jahre ressourcenschonend recyceln. Also wir haben zum Beispiel wirklich die billigsten Blondinenwitze durch Pointenrückgewinnung aufgewertet zu hochaktuellen Genderwitzen. Ja. Und dann ist es uns gelungen, quasi Witze, die unterhalb der Gürtellinie angesiedelt waren, noch mal tiefer zu legen. Die kamen prompt noch besser an. Und dadurch, dass die Witze auch flacher wurden, konnte das Publikum mit deutlich weniger Energieaufwand lachen. Ja, also kein hochenergetisches Ha-ha-ha, sondern es genügte oft ein ganz entspanntes, klimaneutrales, so, na, lol. Ja. Ich glaube allerdings, bei unserem nächsten Gast wird das Lachen doch etwas intensiver werden. Es ist Michael Hatzius und er kommt mitnichten alleine. Er hat einen Begleiter, ein Huhn, ein sprechendes Huhn. Und ich bin immer froh, dass ja nicht alle Tiere sprechen können. Ne? Wenn dann so ein Hund ankommt, schnuppert an einem rum und dann erzählt er jedem, wie es riecht. Das wollen wir nicht. Aber wir freuen uns gemeinsam auf Michael Hatzius samt Huhn. Hallo. Also ich bin nicht der Olaf Schubert, aber der Olaf kommt dann gleich wieder. Nicht, dass sich jemand von euch Sorgen macht oder denkt, der Olaf kommt nicht mehr. Der kommt schon noch. Jetzt bin erst mal kurz ich. Aber nicht so lange, nicht so lange. Ich finde den Olaf cool. Wie der immer so rumläuft und dann so Sachen sagt. Ich finde ihn cool. Ich bin nicht so cool. Ich bin Huhn. Und Huhn ist okay. Wissen Sie, es gibt eben immer bessere Sachen. Und ich bin Huhn und Huhn ist okay. Ich will auch gar nicht Moderator sein. Viel zu viel Weiber. Und dann der Rummel um die eigene Person und alle lieben dich und alle freuen sich, wenn du kommst. Und dann das viele Geld jeden Monat. Oh. Ich bin Huhn. Huhn ist okay. Meine Frau hat gesagt, ich bin okay. Hat sie am Anfang gesagt. Ja, meine Frau ist sehr stolz auf mich, weil ich so im TV auftrete.
und auch manchmal so auf Tournee bin. Immer wenn ich am Wochenende so unterwegs bin, erzählt meine Frau das zu Hause überall rum. Sogar in der Nachbarschaft. Heute habe ich vom Hotel aus zu Hause angerufen, sogar der Nachbar rangegangen. Ich glaube, sie hat Ihnen das gerade erzählt, ne? Weil der hat noch total gestaunt am Telefon, so, oh, oh, oh. Mein Nachbar ist sehr reich. Der ist führender Eileiter. Ich bin nicht so reich. Ich bin Huhn. Huhn ist okay. Ich hab auch sehr viele Geschwister. Meine Mutter war Legende. Und ich bin aufgewachsen auf so einem, vermutlich war es ein Bauernhof. Wir durften ja nicht raus und gucken. Aber es war auch nicht alles schlecht. Also jeden zweiten Sonntag im Monat durften wir für 10 Minuten Bodenhaltung. Dass wir die Stange von unten putzen können. Aber ihr Menschen, ihr kennt das ja jetzt auch mit der Stallpflicht. Ihr dürft immer im Sommer raus. Und im Winter müsst ihr dann wieder rein, so saisonale Stallpflicht. Ich finde es überhaupt total beeindruckend, jetzt in der Pandemie, wie viele Ähnlichkeiten Menschen und Hühner zusammen entwickelt haben. Ja, also man ist immer drin, vielen schwillt der Kamm und deswegen kacken sich alle sinnlos an. Ja, und das Einzige, was dann noch hilft, ist ab und zu ein Korn. Aber es gibt auch Unterschiede. Also wir Hühner zum Beispiel, wir werden für die Desinfektion in Chlor getaucht und bei euch waren die Schwimmbäder zu. Aber man muss immer dankbar sein, was der Bauer einem hinschmeißt. Und manchmal macht er ja auch den Stall ein bisschen auf und dann kann man die Sonne sehen. Das ist immer schön. Ja, hab jetzt auch gelesen, geimpfte Hühner dürfen Freiland. Dafür haben sie jetzt so Impfzentren eingerichtet. Habt ihr vielleicht mal gesehen, so Impfzentrum für Hühner steht meistens so vorm Supermarkt. So ein Auto, kann man so eine Klappe aufmachen und da gehen die Hühner alle hin und dann hat es eine ganz lange Impfnadel und die wird unten in das Huhn eingestochen, kommt oben wieder raus und dann noch eins drauf und noch eins drauf. Und deswegen haben wir Hühner eine sehr hohe Impfgeschwindigkeit, weil wir eine Nadel für mehrere nehmen. Und dann werden alle gemeinsam vor einer Wärmequelle gedreht. Das ist sehr effektiv, zu 95%, weil Viren sterben bei Wärme ab. Und dieses Drehen vor der Wärmequelle, wurde gesagt, ist auch für uns ein sehr schonendes Verfahren und soll auch gut für die Haut sein. Also ich mach das auf jeden Fall, wenn ich an der Reihe bin. Aber so lange ist ja noch ein bisschen Zeit. Und da hat der Olaf mir eine andere Aufgabe gegeben. Ich soll Sie darauf hinweisen, wer jetzt nach der Veranstaltung noch Hunger hat. Es gibt, wenn Sie Richtung, sagt man trotzdem Zentrum? Also es gibt jedenfalls linker Hand China und Thai. Und ich soll jetzt schon mal einen kleinen Überblick geben, Speisenangebot. Dann können Sie schon wählen und bekommen nachher schneller. Es gibt T1. Hühnerfleisch
Verzeihung. T1. Hühnerfleisch gebraten. Gibt auch nicht. TV-Aufzeichnung. T1. Hühnerfleisch gebraten. Ich kann eigentlich sehr gut laut vorlesen. T1. Hühnerfleisch gebraten. Hühnerfleisch gebraten. Einen Moment bitte. Ich bin wertvoll. Ich habe verdient zu sprechen und gehört zu werden. Die Worte verlassen meinen Schnabel mühelos. Es gibt T1. Hühnerfleisch mit asiatischem Gemüse. Wer das nicht möchte, der darf T2. Das wäre dann ein Hühnerfleisch. Oh, wie viel gibt es denn insgesamt? T76. Ente. T2. Hühnerfleisch mit Cashewnüsse. Ja, und wer das nicht will, der darf T3. Das ist jetzt was anderes. Ach nee, doch nicht. Hühnerfleisch mit Was denn jetzt passiert? Wie soll ich das meiner Frau erklären? Geh wieder rein, wo du herkommen bist. Also T3 mit Pepper, oh, mit Sweep, mit Sweep, mit Pop, mit Pop, mit Pop, mit Pop, mit Pop, 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 Pop. Es gibt rote, grüne und gelbe davon. Und mit Zitronengras. So, und jetzt kommt wieder Olaf Schubert. Viel Spaß. Hervorragend. Das Huhn. Und der Techniker. Ja. Aber das Huhn natürlich, ich muss jetzt einige enttäuschen, das Huhn, gesteuert von Michael Hatzius. Also Dank auch an Michael Hatzius, der das Huhn steuert. Und Dank natürlich auch an Mirko Lehmann, er steuert Michael Hatzius. Ja, und wer mich steuert, darf ich natürlich nicht verraten. Ja, denn es sind dunkle Mächte. So. Jetzt wird's hier wahrhaftig verrückt und crazy on stage. Crazy. Denn es betritt ein junger Mann die Bühne, der sich tatsächlich für Politik interessiert. Oder? Dass es sowas noch gibt. Da frage ich mich, was kommt als nächstes? Vielleicht gibt's dann sogar irgendwann Politiker, die sich für junge Leute interessieren. Kleiner kabarettistischer Seitenhieb. Ja, also... Er macht sich stark für Gerechtigkeit und für Umverteilung. Umverteilung ist, glaube ich, wenn man es praktisch sieht, gar nicht so kompliziert, wie man sich vorstellt. Ja, man müsste es ja bloß rumdrehen. Dann bekommen die Armen Geld und halt die Reichen Karies. Mal sehen, was er sonst noch für Vorschläge hat. Freuen wir uns auf Jean-Philippe Kindler. Dankeschön. Schön, schön. Ach, das ist doch mal... Ihr habt Bock, ich hab Bock. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine schöne Sache.
Es ist wirklich, wirklich geil. Es ist einer der ersten Auftritte nach der Pandemie. Und mein letzter Auftritt vor der Pandemie war die absolute Katastrophe. Ich bin aufgetreten mit meinem Programm in Lüdenscheid. Das ist die Hauptstadt vom Saarland. Und dort habe ich in der ersten Hälfte einen großen Fehler gemacht. Ich habe über mein Privatleben gesprochen. Ich habe erzählt, dass ich an dem Tag verlassen wurde. Es stimmte wirklich, wurde an dem Tag verlassen, morgens. Was eine Ab. Ja, genau. Es gab genauso viel Mitleid wie hier, aber das müsst ihr ja wissen. Es war wunderschön, es war wunderschön. Ich habe das erzählt in der ersten Hälfte und dann kam die Pause. Es war so geil. Es kam ein Mit-30er auf mich zu und er sagte zu mir, kann ich dir eine Frage stellen? Und ich habe gesagt, klar, stell deine Frage. Und er fragte mich, stimmt das wirklich, dass du heute Morgen verlassen wurdest? Und ich habe gesagt, ja. Es stimmte auch wirklich. Und dann ist etwas ganz Wundervolles passiert. Er ist wortlos gegangen. Und Leute, ganz ehrlich, bis heute frage ich mich, was genau war deine Botschaft? So, was wolltest du mir sagen? Bar, du Opfer? Keine Ahnung, ich weiß es bis heute nicht. Sind verliebte Leute anwesend? Ihr müsst gar nicht... Okay, eine Person ist sehr... Ja, ich... Angeberin. Naja, aber... Nein, nein. Aber wir machen das ein bisschen interaktiver. Ihr müsst euch gar nicht melden, wir sind hier in der Baumschule. Ich zähle bis drei und die Menschen, die von sich behaupten, verliebt zu sein, das müsst nur ihr so sehen. Ne? Die machen bei drei mal ein Tiergeräusch ihrer Wahl. Schaut euch die Partnerin, den Partner vorher noch mal an. Fragt euch, an was aus der Fauna erinnert mich das jetzt ganz konkret. Ja? Ist es der Löwe, ist es der Bandwurm, ist es irgendwas dazwischen? Ja? Ich zähle bis drei und dann ballern. Warum eigentlich richtiges Programm machen, wenn man das machen kann? Eins, zwei, drei. Ja, eine Person identifiziert sich mit ihrem Liebesleben als Katze und die andere als Schwein. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten hat man sich hier, glaube ich, auf dieses Geräusch geeinigt. Das Konnewitzer Nashorn, glaube ich. Apropos Markus Lanz. Ich hab richtig Bock. Mir ist alles scheißegal, Leute. Ich hab immer nur Bock. Ich habe letztens Markus Lanz gesehen, apropos Politik. Und da saß ein Journalist, das war so geil, weil er meinte, Wahlkampf, das ist doch für jeden politisch Interessierten die schönste Zeit des Jahres. Und ich habe es mir zu Herzen genommen. Ich habe so drüber nachgedacht und heute stehe ich vor euch und sage, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gehört habe. Im Wahlkampf passiert nichts. Nichts von Substanz. Leute reden nur Scheiße. Die ganze Zeit. Mehr passiert nicht. Es ist eine Beleidigung für alle, die sich für Politik interessieren. Es passiert nichts. Wahlkampf ist exakt wie aufs erste Date gehen. Die Älteren werden sich erinnern. Oder vielleicht nicht mehr, aber... Ich meine, was erzählt man beim ersten Date für eine Scheiße die ganze Zeit? Ich hatte mal ein erstes Date, habe ich mich vorbereitet, stand im Badezimmer, kam aus der Dusche, frisch geduscht, habe in den Spiegel geschaut und dachte... Lauch. Und dann dachte ich mir, dir fehlt noch was. Da fehlt noch so ein bisschen Würze. Junge. Komm, streng dich mal an. Und ich habe links neben mich gegriffen und da stand die Bodylotion meiner Schwester. Himbeerzimt. Und ich habe mich von oben bis unten mit der Scheiße eingespielt und dachte mir später, was hast du dir denn dabei gedacht? Ja? Es ist ja nicht so, dass du eine Frau triffst und am Ende des Abends sagt sie, also charakterlich muss ich sagen, Arschloch, aber deine Bodylotion, die hat mich am Ende überzeugt. Ja, also, das war das, was es rausgerissen hat. Ja, ist geil. Es gibt ja auch so Reizthemen in der Politik und bestimmt auch beim ersten Date, Schulden. Wer redet nicht gerne über Schulden beim ersten Date? Aber in der Politik wird viel über Schulden gesprochen. Menschen in Deutschland haben wahnsinnig Angst vor Staatsschulden. Niemand hat eine Ahnung von Schulden, wie das funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Niemand hat eine Ahnung von Schulden. Alle haben Angst vor Schulden. Wenn es um Schulden geht, wenn man Schulden sagt, werden 82 Millionen Menschen in Deutschland zu Monk. So, es ist halt einfach Schulden. Ne? Es ist so geil. Es ist so diese Panik davor. Man kennt es noch aus der Zeit, als man ein Nokia-Handy hatte. So halb Backstein, halb Smartphone. Ja? Und man hätte den Nachbar damit erschlagen können, wenn man wollte. So. Ja, und man hat so ein bisschen diese Panik. Ja? Man hat so ein bisschen Snake gespielt. Und dann ist man aus Versehen aufs Internet gekommen.
und man dachte sich, ach du Scheiße, ich muss Insolvenz anmelden. So, okay, jetzt ist mein Leben ist vorbei. Wir haben alle Angst vor Schulden. Es gibt in Deutschland, und ich wünsche, ich würde lügen, es ist das Geilste der Welt, es gibt in Deutschland einen eingetragenen Verein, der heißt Hurra, wir tilgen. Ist ohne Scheiße. Ihr könnt es wirklich googeln. Hurra, wir tilgen. Es sind Leute, die nennen sich Tilger. Es ist ein bisschen Scientology-mäßig alles, glaube ich. Und die haben sich vorgenommen, die Staatsschulden der Bundesrepublik Deutschland aus eigener Tasche zurückzubezahlen. Man muss es sich vorstellen, die Leute sind demnach das exakte Gegenteil von Uli Hoeneß. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich weiß nicht immer, was ich schlimmer finden soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich schlimmer finden soll. Ach, es ist schön. Ich habe Gerüchte gehört, Vögelchen haben mir gezwitschert, die Grüne ist eine Verbotspartei, das habe ich jetzt gelernt. Mir gibt es da ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig Verbote, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe auf Verbote, ich mag das gerne, weil ich habe so ein realistisches Selbstbild. Ich weiß ganz genau, wenn man mir nichts verbietet, dann fahre ich die Scheiße an die Wand. So. Ich stehe im Supermarkt und kaufe Süßigkeiten, die in Plastik verpackt sind und die einzelnen Süßigkeiten sind nochmal in Plastik verpackt, gebt mir Verbote. Ich weiß auch gar nicht, ja, man merkt, ich beweise doch, ich bin nicht in der Lage, so, also gib mir Verbote. Warum nicht? Deutschland liebt doch eigentlich Verbote. Wir haben so geile Gesetze. Es gibt in Deutschland beispielsweise das Gesetz, dass man nicht zu betrunken bei der eigenen Hochzeit sein darf. Ja, okay, die Paare tauschen panische Blicke aus. Ach du Scheiße, Schatz, wie war das damals bei uns? Oh Gott, keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist wirklich deswegen so, weil der Staat halt quasi sagt, man muss, wenn man sich das Ja-Wort geben will, in der Lage sein, die Konsequenzen dessen abzuschätzen. Und mein Tipp ist tatsächlich einfach immer, beim Antrag schon rotzevoll sein. So, weil dann macht es auch keinen Unterschied mehr. Ja, die Grüne ist keine Verbotspartei. Die Grüne ist eine langweilige, unmutige Partei geworden, die sich nichts mehr traut. Das ist meine Meinung. Ich nenne die Grünen tatsächlich privat wie öffentlich seit einigen Monaten nur noch CDU2. Und ja, ist so. Ja, ist provokant. Aber ich nehme auch Robert Habeck und Annalena Baerbock dieses ganze positive Getue nicht ab. Ich schaue diese Pressekonferenzen und sehe das alles. Ja, wir sind alle. Wir tanzen unseren Namen und wir sind uns immer einig. Und wir rauchen Joints zusammen, das ist, was wir tun. Es ist alles ganz toll hier bei den Grünen, einen Scheißdreck. Annalena Baerbock und Robert Habeck erinnern mich an dieses eine Paar, das jeder im Freundeskreis hat, die alle zwei Tage ein süßes Paarbild bei Instagram posten. Und man weiß ganz genau, zu Hause wird der große Exorzismus am Partner durchgeführt. Bis zum gottverdammten Get-No. Das ist es. Das, nichts anderes ist es. Und irgendwann, Leute, irgendwann kommen die ganzen Lügen doch raus. Irgendwann kommen die ganzen Lügen raus. Sie hat mit einem anderen Typen längst eine neue Familie gegründet. Und er ist in Wahrheit nicht BWLer, sondern VWLer. Die Lügen kommen doch am Ende raus. Es ist doch so. Und von den Linken habe ich noch gar nicht angefangen. Wenn die Linken beim ersten Date wären, die Linken wären so ein Typ, der die ganze Zeit von der Ex-Freundin spricht. Ja, ist die ganze Zeit so. Tut mir leid. Und dann hat sie mich einfach verlassen. Entschuldigung, wie heißt deine Ex-Freundin nochmal? DDR. Das ist ja der Moment, das ist ein Moment, für den ich arbeite. Die Hälfte des Publikums so und die andere. Das ist genau die Stimmung, die ich brauche. Das finde ich richtig, richtig geil. Ich weiß übrigens nicht, was die CDU gegen Sterbehilfe hat. Es sind nur die geilen Themen heute, glaube ich. Nur die gute Laune machen. Weil es ist auch so, ich meine, den Sterbeprozess der CDU begleiten doch auch seit vielen Jahren 25% der Menschen in Deutschland. Es wird nicht besser. Die Stimmung ist auf Nullpunkt. Ne? Ganz ehrlich, Leute, Hand aufs Herz, 2021 noch CDU wählen, das ist Stockholm-Syndrom. Aber das ist mir eigentlich auch egal, weil ich kann Konservative eh nicht unterscheiden. Für mich sehen die alle gleich aus. Muss ich ehrlich sagen. Das ist meine Verschwörungstheorie des diesen Jahres. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Prove me wrong. Aber meiner Meinung nach sind Friedrich Merz und Christian Lindner nicht zwei unterschiedliche Personen. Habt ihr die schon mal in einem Raum gesehen? Ich nicht. Ich will auch nicht die ganze Zeit auf Friedrich Merz rumreiten, der arme Kerl. Aber ohne Scheiß, Leute, und das ist das Letzte, was ich beizutragen habe. Immer wenn ich Friedrich Merz im Fernsehen sehe, gibt es so eine kleine böse Stimme in mir, die sagt, ach, weißt du was, Fritze, warum konntest du mit 15 nicht einfach das Kiffen entdecken? Danke. Dankeschön.
Jean-Philippe Kindler. Sehr gut. Jean-Philippe Kindler und nicht Kindle. Ja, das war politisch, aber es war doch gar nicht so schlimm. Ne? Das dauert nicht lange und tut nicht weh. Nun sitzt hier neben mir Katalin Hühnerfeld. Richtig. Und das Besonderste an dir ist, du wirst dann gleich auf der Bühne Dinge erzählen, aber du hast ja noch eine ganz andere Ausbildung genossen. Du bist quasi studierte Pantomime, Pantomimin, richtig, oder? Richtig, Pantomöse. Richtig studiert. Ja, ich sage immer gern, ich habe es ja ab richtig Hochschule gemacht, Dippelpant nenne ich mich auch ganz gern. Aber Pantomimin ist richtig, oder Pantomimin, oder? Ja, Pantomimin, würde ich Pantomimin schon sagen. Nicht, ja, doch, nicht Pantomumu schon oder so. Gegendert, nicht Pantomöse oder so, nee. Okay. Das heißt, du bist ja in der Lage, nur vermittels deines Körpers dich zu artikulieren. Richtig. Kannst du das Gelernte in der Praxis anwenden? Absolut. Also Körpersprache ist natürlich absolut praktisch, wenn man die so perfekt beherrscht. Ja, also ich sag mal, jetzt in so einer Situation, wir beide würden abends was trinken gehen, sitzen so an der Bar und ich möchte dir vielleicht so durch die Blume signalisieren, dass ich irgendwie Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich dich sehe. Dann würde ich das einfach so ganz dezent. Mhm. Ne, das funktioniert super. Das war jetzt Pantomime. Richtig. Ja, man muss schon dazu sagen. Ach so. Meine Frau macht das auch, hat aber nicht studiert. Also die macht so, die kommt sogar noch näher ran. So. Und, naja, ja. Ja, ich finde auch, wir haben jetzt eigentlich genug geredet. Der Pantomimen sind genug gewechselt. Lassen wir Worte folgen. Am Anfang war das Wort. Freuen wir uns nun gemeinsam nach dieser ausführlichen Introduktionspräambel auf Katalin Hühnerfeld. Dankeschön. Danke euch. Danke sehr. Ganz ehrlich, jetzt hattet ihr auch jetzt während Corona dieses Problem mit der Gewichtszunahme? Also ich weiß auch nicht, ich finde jetzt hier so in meinem Fall, das ist ja fast schon so eine Art Gewichtstsunami, oder? Ich weiß auch nicht, das wird auch gar nicht mehr weniger. Im Gegenteil, es wird jeden Monat mehr. Dabei mache ich schon die ganze Zeit immer hier schön Bauch, Beine, Po. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache vielleicht zu viel Bauch. Kann man sagen? Und ich habe sogar den Verdacht, selbst wenn ich nichts mache, der Bauch trainiert einfach ganz alleine weiter. Was sich das da drin abstrampelt, ich glaub's nicht. Ich bin jetzt extra schon zum Arzt gegangen und der hat mir so ein ungefähres Datum genannt und meinte, da würde ich dann quasi so gut wie das gesamte Gewicht auf einmal verlieren. Irre, so eine Art Gewichtsauslagerung. Das wächst dann zwar immer noch weiter, aber halt eben schnipp separat. Ich habe das zugegeben schon zweimal erlebt. Es funktioniert tatsächlich. Das wächst immer noch. Kann sprechen, macht Hausaufgaben. Also ganz manchmal. Ja, der Lockdown, er hatte eben auch schöne Seiten. Mein Mann, der konnte auch nicht arbeiten. Da sind wir uns halt mal wieder ein bisschen näher gekommen. Haben versucht, dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Und wenn das Positive jetzt ein Mädchen wird, dann nennen wir es halt Corinna. Ich habe doch auch eh gedacht, es dauert alles noch viel länger mit dieser Pause. Da kann ich doch ruhig eine ruhige Kugel schieben. Aber jetzt geht's schon wieder weiter. Ist natürlich jetzt hier mit der Schwangerschaft ein bisschen blödes Timing. Es sind ja nicht alle Auftraggeber so tolerant wie der Olaf. Mein Theaterengagement für die diesjährigen Sommerfestspiele zum Beispiel ist geplatzt, ja. Die Rolle lässt sich angeblich nicht mit der Schwangerschaft vereinbaren. Unverschämtheit. Da war ich einmal die Jungfrau von Orléans. Und beim Fernsehen ist auch nicht besser. Da wurde mir auch gerade so ein richtig großes Engagement gekündigt. Ja, ich wollte mich schon aufregen über diese Diskriminierung. Aber dann hat mir der Produzent das noch mal ganz genau erklärt. Es geht Ihnen lediglich dabei um den Schutz von mir und meinem Baby. Da war ich dann schon gerührt, dass die mich mit so guten Absichten diskriminieren. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin ein super Angebot, ne, für Veranstalter. Ich meine, hier, die kaufen eine Darstellerin und kriegen einfach gratis noch eine halbe Portion obendrauf. Ich bin quasi ein Duo-Programm. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber das ist hier auch gerade eine ganz ausgefuchste Bauchrednernummer. Ich mache nur Lippenbewegung.
Ja, jetzt war es ganz kurz, nicht ganz synchron. Mein Mann, der findet das auch super, dass ich arbeite. Der ist sowieso komplett für Gleichberechtigung. Der würde mir am liebsten sogar die Schwangerschaft abnehmen. Ich meine, vom Bauch her wird es auch eh schon hinkommen, ne? Kein Thema. Man sagt ja, dass Paare sich im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden. Und bei uns ist das gerade wirklich perfekt abgestimmt. Ich bin im 6. Babymonat, er feiert gerade seinen 600. Biomonat. Und ganz ehrlich, Schwangerschaft ist auch einfach toll. Ja? Ich verrate euch mal was, aber jetzt, das ist wirklich so im Vertrauen, das muss wirklich ein bisschen unter uns bleiben. Ich erlebe gerade absolut meine unkomplizierteste Schwangerschaft von allen, aber das weiß keiner. Ne? Das sage ich nur euch, denn normalerweise sind Komplikationen super praktisch. Wenn es zum Beispiel bei uns zu Hause darum geht, wer morgens den Kindern das Frühstück macht, ne, dann komme ich so in die Küche. Oh, Schatz, allein die Gerüche hier. Ich habe schon wieder diese furchtbare Morgenübelkeit. Ich würde wohl gerne, aber kannst du bitte, danke. Und so ist das mit allem, ne? Aufräumen. Oh, Schatz, es ist echt mit dem Bücken, das geht gar nicht. Aber kannst du das muss in die dritte Etage, ne? Bitte ganz nach oben. Oder einkaufen, hey, man soll nicht mehr so schwer tragen. Staubwischen auf der Leiter, das ist wahnsinnig gefährlich. Du, da ganz hinten sind schon noch Spinnweben, da oben. Ne? Und so ist es einfach wirklich eine super Zeit, auch bei der Arbeit, wenn ich dann so auf der Bühne stehe, das Ganze stehen, ne? Das wird ja auch mit der Zeit so ein bisschen ungemütlich. Ne? Da muss ich nur ein einziges Mal, oh, scheiße, ich schieße. Oh, geht's jetzt wieder? Könnte ich bitte noch ein Glas Wasser sehr bekommen? Das ist einfach eine tolle Zeit. Apropos Wasser, das ist jetzt echt so ein Geheimtipp, ja, für die Mädels, auf die das noch zukommt, die Frauen, von mir, für die Hardcore-Situation. Ich habe immer, verrate ich euch noch zusätzlich, so eine gefüllte Wasserbombe hier in der Hosentasche. Ich sag euch, einmal heimlich so mit der Hand in die Hose, mit dem Fingernagel, kriegst immer als Erste ein Taxi. Ne? Das ist mega, das holt dich aus allem raus. Wir waren vor kurzem mal eingeladen bei Freunden, ne, zum Essen. Es war so ein bisschen langweilig. Ne? Oh, scheiße, Leute. Hey, das war voll nett mit euch. Aber wir müssen jetzt echt leider sofort los. Bei dem Essen hatte mich die Freundin auch gefragt, wie ich denn in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen kann. Ich habe ihr dann ganz ehrlich gesagt, dass es also rein technisch noch genauso geht wie vor 100 Jahren. Sie hat dann nochmal nachgehakt und gefragt, ob mir dann der Klimawandel egal wäre. Gut, da musste ich zugeben, dass ich da jetzt in den entscheidenden 5 Minuten nicht dran gedacht hatte. Okay, ich gebe zu, das waren 3 Minuten. 2, 1, egal. Ich wollte nur sagen, dass ich mich ansonsten wirklich schon ums Klima bemühe. Ja? Ich war vor kurzem wieder in so einer Situation im Supermarkt, ne, an der Kasse. Da lagen meine ganzen Sachen schon auf dem Band. Und auf einmal ist mir klar geworden, ich hatte den Einkaufskorb zu Hause vergessen. Ja? Ich wusste natürlich ganz genau, Plastiktüte ist keine Option. Tüte aus Papier, ich bin doch informiert, ist genauso schlimm. Jutebeutel, ausbeuterische Arbeitsbedingungen in Indien. Und für die Herstellung von diesen Baumwolltaschen braucht man bis zu 9 Kilogramm CO2. Was habe ich gemacht? Ich habe direkt vor Ort gegessen. Piep. Piep. Gut, mit dem Ergebnis, dass ich dann so vollgefressen war, dass ich nicht wie geplant zu Fuß nach Hause gehen konnte, sondern mir ein Taxi genommen habe. Das hatte dann so eine CO2-Bilanz, ich glaube, von 3 Baumwolltaschen. Das war's von meiner Seite. Ich weiß immer nicht so ganz, wie ich so rauskomme, wie ich so aufhören soll, weil eigentlich braucht man am Schluss ja noch so eine richtig tolle Schlussnummer, so ein Knaller. Ne? Da lässt man am besten noch mal so richtig die Bombe platzen. Wobei, ihr wisst jetzt Bescheid, das macht auch nur Sauerei. Leute, es war schön mit euch. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr.
Hinnerfeld. Ja, hervorragend. Ich habe sie ja gesehen, als sie angereist ist, vor 3 Stunden, da war sie noch Jungfrau. Ja. Dann 5 Minuten neben mir an der Bar und im 8. Monat schwanger. Da sage einer, ich hätte keine Ausstrahlung. So. Nun zu einem anderen Künstler, zu einem hervorragenden Künstler. Er kam 2004 nach Deutschland, das heißt, er lebt seit 15 Jahren hier und er möchte sogar noch länger bleiben. Kein Wunder, denn er kommt aus der Türkei und hier gibt's einfach definitiv mehr zu lachen. Sagt er selber und ich finde das auch und deshalb ist er auch hier, dass wir gemeinsam über ihn lachen können. Gerhard Doğan! Vielen Dank, sehr nett. Guten Abend zusammen, ich heiße Ahad, genau, ich komme aus der Türkei. Ja, das hat mich auch am Anfang sehr überrascht. Olaf hat auch erzählt, ich lebe seit 2004 in Deutschland. Am Anfang habe ich mir gedacht, Ahad, ein neues Land, ein neues Leben, du sollst alles aufschreiben. Natürlich, als ein Türke kommst du nach Deutschland, hier ist alles anders, ganz andere Kultur, habe ich auch gemacht. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich in Deutschland erlebt habe. Und jetzt habe ich ein Tagebuch und ich möchte jetzt gerne von meinem Tagebuch was vorlesen. Viel Spaß. Montag, 8. April 2004, 12.30 Uhr, in Deutschland gelandet. Himmelgrau. Gehe durch München, habe mir die Stadt schöner vorgestellt. Und wo ist Hofbräuhaus? 14 Uhr, das ist gar nichts München, das ist immer noch Flughafen. 14.30 Uhr, ich will Fahrkarte kaufen. Frau am Schalter sagt, grüß Gott. 14.30 Uhr. Mein erstes Gespräch in Deutschland, uns will über Gott reden. Ich sage, es tut mir leid, ich bin Moslem. Wir sagen, grüß Allah. Frau guckt mich komisch an. Dann redet sie in Sprache, die ich noch nie gehört habe. Ich frage, sprechen Sie Deutsch? Frau nicht. Mhm. Ich frage, warum sprechen Sie dann nicht Deutsch mit mir? Oh, die Frau guckt sehr beleidigt. 18 Uhr, jetzt bin ich in München. Himmel immer noch grau. Deutschland hat viele Überraschungen. Alter Mann geht über Zebrastreifen und Auto bremst. 14.40 Uhr, wäre er jetzt im Krankenhaus. Unglaublich, die Deutschen halten sogar an rote Ampel. Sie fahren einfach Auto und keiner ist tot. Komisch, Deutsche sprechen ja alle so die Frau im Flughafen. 2 Jahre Deutsch gelernt und jetzt verstehe ich gar nichts. Ich glaube, mein Deutscher, der hat mich verarscht. Endlich eine Dönerbude. Mehmet erklärt mir, hier ist Bayern. Na toll, ich wollte nach Deutschland. Ich frage am Hauptbahnhof, Entschuldigung, wo geht es nach Deutschland? Ja, der Mann lacht auch. 23 Uhr, vor dem Hauptbahnhof steht eine sehr hübsche blonde Frau mit kurzem Rock. Frag mich, ob ich mit ihr schlafen will. Wow, Bayern ist super. Ja, bei uns in der Türkei musste erst Wochen dann anbegehen. Dann schlägt dich ihr Bruder in die Fresse. Dann musst du deine Eltern um Erlaubnis fragen. Dann mussten deine Eltern ihre Eltern um Erlaubnis fragen. Dann musst du große Halle mieten für 2000 Gäste. Dann musst du heiraten. Dann musst du bis morgens 8 Uhr tanzen. Dann kannst du mit ihr schlafen. Das dauert mindestens 2 Jahre und kostet 10.000 Euro. In Bayern 5 Minuten 100 Euro. Dienstag, 9. April, 10 Uhr, Himmel immer noch grau. 11 Uhr, Hofbräuhaus gefunden. Kellner bringt ein Glas, so groß kann ein Kind drin ertrinken. Ich sage, Entschuldigung, ich wollte ein Bier, aber kommt Aquarium. Kellner spricht auch kein Deutsch. 12 Uhr, endlich der Himmel ist blau. 12.05 Uhr, Entschuldigung, Himmel ist immer noch grau, ich bin blau.
Habe nämlich Aquarium ausgetrunken. 17 Uhr, Polizist öffnet die Tür und bringt mir ein neues deutsches Wort bei. Ausnüchterungszelle. Wow, deutsche Polizei ist aber nett. In der Türkei, wenn du so besoffen bist, schmeiß dich einfach ins Meer. In Deutschland kriegst du umsonst ein Hotelzimmer. 17.10 Uhr, ich gehe nach draußen, himmelgrau. Ich sehe in meinem Leben zum ersten Mal Sonnenstudio. In der Türkei, wenn du Sonne haben willst, gehst du raus. In Deutschland, wenn du Sonne haben willst, gehst du rein. Irgendwas stimmt nicht, oder? 18 Uhr, endlich der erste Mann, der Deutsch sprechen kann. Er ist Zeitungsverkäufer, hat aber nur eine Zeitung. Steht drauf, erwachet. Er sagt, die Welt geht bald runter. Wow, ich habe schon gehört, Deutsche sind ein bisschen pessimistisch. Aber so, naja. Mittwoch, 11. April, 8 Uhr. Ich öffne den Vorhang. Hurra, Himmel ist weiß. Ich spüre, es geht bergauf. Heute ist mein Tag. Deutschland ist mein Land. Alles wird gut. 8 Uhr, 1. Augen haben sich an Tageslicht gewöhnt. Himmel ist grau. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Sherhat Dohan. So, ja. Ich sitze hier unterdessen neben Dave Davis. Weißt du, warum wir jetzt hier sitzen, wir beide? Wir sitzen, denke ich, hier, weil wir uns auseinandersetzen wollen. Wir wollen, ja, wir das wollen ist richtig. Die Mitte finden. Wir wollen debattieren, wir müssen uns auseinandersetzen. Aber ich habe mir alle Künstler ganz genau angeguckt. Ja. Ich habe wirklich alle exakt unter die Lupe genommen. Alle, und bei die, mir ist etwas anders. Und bei dir ist wirklich, du bist wirklich der einzige Künstler, bei dem es mir... Aber es ist mir gar nicht sofort aufgefallen. Ich musste wirklich ganz genau hinschauen. Das ist eigentlich mein Leben lang so, glaube ich. Ja? Das allererst auf den zweiten Blick? Erst auf den zweiten Blick merken sie, ah! Du hast eine riesige Lücke hier vorne. Ich habe eine, genau. Ja. Sieht man das? Ja. Das ist keine Zahnlücke, das ist eine dentale Toreinfahrt. Ja. Man weiß gar nicht, soll ich zurücklächeln oder ein Tor schießen? So schlimm ist das. Ja. Hätte man da nicht was machen müssen? Oder hat da jemand was gemacht? Also ich war mal Karneval unterwegs, da war ein Maurer, der meinte, ich kann dir das zumachen. Also das war schon, der war schon am Anrühren. Und wie ist das so beim Sprechen? Beim Sprechen stört das überhaupt nicht. Und meine Mutter sagte sogar, weil mir gefiel das nicht, ich habe gesagt, Mom, können wir das nicht irgendwie wegmachen? Dann sagte sie, Junge, in Uganda, ne, unsere Heimat, da ist das ein Schönheitsideal. Die Frauen sehen dich und machen rrrr. Ne, und dann habe ich gedacht, ja, schön, dass du mich 8000 Kilometer von Zahnlücken Heaven auf die Welt gebracht hast. Ach, wird das hier eher nicht so gutiert? Also bisher war es nicht so, dass ich bei der Akquise der Damen festgestellt habe, dass es ein ausgesprochener Vorteil ist. Aber bist deshalb jetzt auch noch nicht durchs Raster gefallen? Bisher noch nicht, aber... Es könnte ja sein, dass das zum Beispiel hindert beim Geschlechtsverkehr, dass man da irgendwie hängen bleibt. Oder so. Also bei der Praxis, die ich präferiere, also eher oldschool, dann eher bisher noch nicht. Bisher aber noch. Ich lasse mich gerne überraschen. Also ich guck mal, was im Publikum ist. Vielleicht ist ja jemand natürlich dabei, der sagt, ich hatte noch nie was mit einem Schwarzen. Also ich frage ja vorher bei einer Show, wer hatte schon mal was mit einem Schwarzen? Und dann zeigen die Leute auf, dann sage ich jetzt die Frauen. Also es ist schon immer ganz interessant, was da alles so entstehen kann. Ja, du bist ja Urkölner. Urkölsch, das sieht man auch, oder? Ja, das natürlich. Komm, und ich hab the black first, verstehst du? Ja, das ist ja quasi die Hochburg der deutschen Heiterkeit, oder? Das ist die alles, Hochburg der... Genau. Was irgendwie für sich in Anspruch nimmt, die Lustigkeit gepachtet zu haben, kommt aus diesem gottverdammten Kaff. Warum ist denn das so? Ich glaube, wir kommen, das macht der Rhein. Ne, ja. Wenn du einmal, also ich habe ja bei uns in der Sippe, ne, sogar, also obwohl meine Eltern ja, das Land meiner Eltern ist Uganda, also die kommen daher, das gehört denen nicht, aber es ist so, dass bei uns die Tradition ist, dass jeder, der geboren wird in unsere Sippe, der wird zum Rhein getragen und wird mit den Füßen dort getauft. Und ich glaube, der Rhein, der sorgt für Heiterkeit und Frohsinn. Wir sagen immer, weißt du, et küt wird küt, wenn es kein 16-Tonner ist, immer glücklich. Das verstehe ich. Was ganz anderes, aber ich wollte nämlich mal das Wort Uganda in ein Quiz einbauen. Okay. Und da wollte ich so multiple-mäßig fragen, heißt es A-Ganda, B-Ganda oder C-Ganda? Und dann dachte ich, bis ich bei U bin. Das ist ja ewig. Das ist ja, also es gibt ja den Klassiker, aber es ist tatsächlich so, also die Menschen in Uganda,
die heißen Baganda. Ne? Also, und der Stamm, Moment, jetzt komme ich selber durcheinander. Ja. Uganda, der Stamm sind die Baganda und wir sprechen Luganda. Und wenn ich jetzt noch eine Frau heirate, die Amanda heißt, dann ist sie einfach perfekt. Aber die Amanda aus Uganda ist deine Bekannte. Liegt mich auf der Veranda mit der Zahnlücke. Ja. Wie geil ist das denn? Das ist ja, also schon jetzt ist ja der Gipfel der Heiterkeit fast erreicht. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr auftreten. Ja, vielleicht noch kurz, dass du so pro forma irgendwie noch einfach raus. So, ja. Es ist sowieso, nach dir ist sowieso Schluss. Ach, das ist gut. Ja, also du kannst den Saal jetzt abrocken, abreißen. Was heißt den Saal? Die Kasperbude. Ja, also nach dir die Sintflut. Ich sag mal, es ist angerichtet, all seid bereit. Freuen wir uns doch jetzt, also ich zumindest, ich freue mich aufs Allerintensivste auf Dave Davis. Dankeschön. Los geht's. Hallo. Meine Güte, ein Hexenkessel. Schaut euch doch mal an. Da krieg ich, habt ihr jetzt einen Schreck bekommen oder was? Was ist auf einmal so begeistert, auf einmal Ruhe im Saal. Ich bin doch der Levi Jung. Schau mich an, Leckerchen. Du bist die? Theresa. Theresa. Direkt in der ersten Reihe. Seid ihr eine Girl Group oder sowas? Die. Ne? Bitte? Gerade erst so zusammengesetzt, ja? Finde ich aber gut. Ihr habt euch einfach mal zusammengesetzt, ohne euch zu kennen. Und diese Einstellung gefällt mir, Theresa. Das ist etwas, was wir in diesem Land brauchen. Keine Angst vor irgendjemand anderen. Seid ihr aus der gleichen Region? Nein. Auch nicht. Also, du bist eine richtige Fahnensucherin, das finde ich toll, finde ich super. Das ist nämlich eine urrheinische Eigenschaft, dass man geschmeidig bleibt. Und das empfehle ich meinem geilen Germany. Leute, lasst uns alle einfach immer erstmal durchatmen und nicht immer direkt ausflippen. Weißt du, die Leute flippen ja bei jeder, die lesen irgendwas bei Facebook und flippen total aus. Meine Devise ist, pell dir erstmal ein Ei. Ja. Pell dir erstmal ein Ei. Bis dahin haben sich viele Probleme schon selbst gelöst, weißt du? Und wenn es ganz hart kommt und du merkst, die Agrozyten in deinem Bauch teilen sich, ja, dann machst du wie der Beamte. Der Beamte hat's kapiert. Wir brauchen ein bisschen mehr Beamtentum, weißt du? Der kommt morgens in die Amtsstube, ne? Und dann geht erstmal in den Fahrstuhl rein, drückt alle Knöpfe, ja. Ja, du lachst aber bei 25 Stockwerken, ja, ist das, ne? Da kann es sein, dass du erst am Wochenende oben ankommst, das kann passieren, ne? Und wenn der oben da ist, dann denkt er sich, okay, mach ich mir erstmal ein Käffchen. Ne? Dann setzt er einen Kaffee auf, guckt sich jedes Tröpfchen an und fragt sich, wie es dem Tröpfchen so geht. Ne? Und dann geht er langsam irgendwann mal ins Büro und dann liest er erstmal die Süddeutsche Zeitung. Hast auch mal 3 Stunden rum. Ne? Und nach 3 Stunden überlegt er, ja, was mache ich jetzt? Ne? Dann holt er die Buntstifte raus und malt in der Süddeutschen erstmal die Vokale aus. Ne? Dann ist Mittagspause, das geht ja schnell. Dann die ganze Geschichte mit dem Fahrstuhl nochmal, weißt du? So, und irgendwann so kurz vor Feierabend guckt er eine halbe Stunde ins Aquarium, wird ihm zu hektisch und dann fährt er nach Hause. Das ist, ja, also, das ist die Einstellung, die wir mehr in Deutschland brauchen. Geschmeidigkeit. Bleib ruhig. Erzeug keine Thermik. Mach Chili Willy. Das hilft. Und ganz ehrlich, das ist sowieso so eine Art, die der Rheinländer hat, ja? Und ich lebe ja in Kölle und da passiert es dir wirklich sehr oft, dass du Menschen kennenlernst, die dein Leben bereichern. Zum Beispiel, ich habe sehr viel Respekt vor älteren Menschen und einfach, weil mein Opa eine geile Sau ist. Und ich saß in einem vollen Bus und dann stieg eine ältere Dame ein. Ganz, ganz süß, die hatte irgendwie die Haare violett. Ich wusste gar nicht, dass es bei euch weißen geht, ja? Die hatte die violett. Vielleicht kam die gerade vom letzten Rave, ich weiß ja nicht genau. Ne? Kann ja sein. Und ich habe die gesehen und keiner hat Platz gemacht. Und dachte, wie schlimm ist das denn? Bin ich aufgestanden und habe ihr einen Platz angeboten. Weißt du, was die gesagt hat? Sie gehen aber ran. Ne? Ja, so sind die Menschen im Rheinland. So sind die Menschen im Rheinland. Und das liebe ich. Und unser Land braucht mehr davon. Nicht immer ausflippen. Und ich glaube auch, eine Tatsache oder ein Problem, was wir haben, wir hören einander nicht zu. Ne? Diese Ungeschmeidigkeiten, dann hört man einander nicht zu. Und diese Frau, ne, die habe ich dann auch kennengelernt, wir haben uns nett unterhalten und dann bin ich mit ihr öfter spazieren gegangen. Erna heißt sie und Erna ist wirklich ein Leckerchen, eine rheinische Urgewalt. Ne? Geh mit ihr spazieren. Bestes Beispiel, damit du weißt, wie der Rheinländer drauf ist. Ich gehe mit Erna spazieren und dann kommt da so ein kölscher Gockel vorbei. Ne? Kölscher Gockel heißt, der ist durchtrainiert.
So wie in den 80er Jahren, der war 60 Jahre alt, aber braun gebrannt, der war jeden Tag auf dem Bitchburner, glaube ich, ne? Der wollte mir Konkurrenz machen. Naja, ich arbeite an den Handinnenflächen, das dauert noch ein bisschen, aber egal. Ne? Auf jeden Fall, der läuft da wie so ein Gockel da vorbei, ne? Und so Fitnesscenter-mäßig. In den 80er Jahren hatten die noch diese dünnen Träger irgendwie, das hast du, du hast die Brustmuskulatur gesehen, die obligatorische Goldvergiftung um den Hals, weißt du? Das ist seltsam. So ein Oberarm. Ne, 10.000 Volt im Oberarm, kriegt aber hier oben die Birne nicht beleuchtet. So einer, ja? Ja. Also, und du hast auch gesehen, so an der Attitüde, das war so ein ehemaliger Lude. Lude, ne, ist ein Begriff. Also Ex-Zuhälter. Wobei, politisch korrekten Zeiten, man sagt nicht mehr Zuhälter. Nicht machen. Das heißt Kaufmann für Import-Escort. Nur damit du Bescheid weißt. Naja, ist ein Unterschied, ist ein Unterschied. Ne? Jetzt pass auf, der Kölsch-Upser, der Kölsch, die Schwerkraft ist gegen mich, also ist der Hammer. Ne? Der kölsche Gockel, ne, stolziert darum. Und da war die Schwerkraft in der Tat gegen ihn, weil der ist gestolpert und fiel auf die Nase. Keiner hat sich getraut zu lachen, weil, ne, sonst verpasst er dir Mombasa Headkick, das willst du ja nicht. Ne? Also alle ruhig geblieben. Nur die Erna hat sich das angeguckt. Der Typ liegt noch auf dem Boden. Erna geht zu dem hin und sagt, Jung, mach dir nichts draus. Ne, das kann jedem mal passieren. Aber dem Dümmsten zuerst. Das ist mein Rheinland. Ja. Und davon brauchen wir ein bisschen mehr. Geschmeidigkeit, auf Menschen zugehen, wie auch immer. Und ich gebe dir ein anderes Beispiel, warum der Rheinländer geschmeidig ist. Der Rheinländer hat keine Angst vorm Tod. Nee, der feiert bis zur Torfatmung, da kennt der nix. Ne? Der zieht das richtig durch. Und im Rheinland gibt es ein Café für ältere Damen und Herren. Und ich hatte mich mit Erna verabredet in dem Café. Ne? Und wie gesagt, da sitzen die älteren Leute, ne? Sitzen da noch ihre Restlaufzeit ab. Ne? Und ja, ja. Dementsprechend heißt das Café auch Café Waagerecht. Also mit. Nee, also Ausblick auf die Zukunft. So. Jetzt saß ich da. Erna war noch nicht da. Und neben mir saßen zwei ältere Herren. Also wirklich. Wenn ich sage älter, meine ich wirklich älter. Also weit über 90 Jahre alt. Einer war, glaube ich, 98. Und glaub nicht, dass die irgendwie schlecht drauf waren. Die waren richtig gut drauf, wie der Rheinländer sagt. Die waren jodrupp, ne? Warum? Der 98-Jährige hatte ein neues Leckerchen. Ja, ja. Ne? Und nicht irgendein Leckerchen, so ein junger Hüpfer. Die war 76. Also, ja, ja. Ne? Und jetzt wollte der Kollege wissen, wie die aussieht. Der Rheinländer ist ja per se neugierig. Dann fragt er, Jupp, du hast ein neues Leckerchen. Da sagt der Jupp, ja, ja. Dann fragt er, ja, sag mal, wie sieht denn die aus? Dann sagt er, so. Dann fragt er, was hat die große Brüste? Sagt er, nee, die hat Gicht. Aneinander vorbeigeredet. So schnell geht das. Ne? So schnell geht das. Und ich glaube, es ist eine gute, der gefällt dir. Dann hast du Spaß, mein Freund. Ich liebe das, der farbige weiße Mann wird rot. Ich liebe das. Nee, ganz ehrlich. Das ist doch das Ding. Einander zuhören. Hier, die Jüngeren kennen das doch. Ne? Opa hat ein neues Hörgerät. Ne? Du fragst, was hat's gekostet? Was sagt der? 2:30. Da geht's schon los. Ne? Ne? Hört einander zu. Hört aufeinander. Weil, ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, in meiner Familie ist es so, ich hab zwei Brüder. Ja? Und wir hören immer einander zu, einfach weil wir Spaß an der Freude haben. Und was mich jetzt gerade beschäftigt, ich weiß, du siehst mich und denkst, was für ein Jungspund. Aber tief hier drin, mein Körper zerrottet, ehrlich. Ich bin schon seit 20 Jahren keine 25 mehr. Also weit über, ne, weit drüber. Und bei uns ist es so, meine Brüder und ich, wir haben einen sehr morbiden Humor. Ja? Wir lieben es, beisammen zu sein und wir lachen über Dinge. Aber eins darfst du bei uns nicht machen. Du darfst niemals Schwäche zeigen. Zeigst du Schwäche, gehen wir direkt auf Kehle. Wirklich, das ist der Hammer. Ne? Und ich hatte eine Sehfähigkeit über 100%. Bringt mir nichts, aber ich hatte es. Ja? Und ich habe dann gesehen, wie mein ältester Bruder Bewegungen macht, die ich nur von meinen Eltern kenne. Ich habe ihm nämlich mein Smartphone gegeben. Und was macht mein Bruder? Mein Bruder macht so. Darfst du bei uns nicht machen. Wir sind wie die Hyänen über ihn drüber gefallen. Geh zum Bestatter Probe legen, du hast nicht mehr lang. Weißt du so, ne? Ja, ja. Und der hat sich verteidigt, hat gesagt, Dave, du schläfst öfters in Hotels, du wirst irgendwann mal kalt auschecken, weißt du, wir sind schon ziemlich hart zueinander. Ne? So, ich habe über seine Sehfähigkeit lange gelacht, genau 2 Jahre, dann nicht mehr. Weil ich irgendwann mal morgens aufgewacht bin,
Ich gucke auf mein Smartphone und denke, Alter, hast du eine Vic-Medi-Night-Schorle getrunken oder was ist hier los? Ich bin direkt zum Augenarzt. Ne? Und in Köln ist jeder Komiker. Jeder. Ne? Da stand er da, der Prinz Louis, weißt du? Und hat sich nicht irgendwie groß Zeit genommen. Der meinte, ja, Herr Davis, gehen Sie in die Eins. Ich gehe in die Eins und warte, dann kommt der Schöngeföhnte rein. Ne? Und der hat sich irgendwie, der hat nur durch so ein Ding geguckt. Gefühlt waren es 30 Sekunden, nur durchgeguckt. Und seine Diagnose war folgende. Ja, ich hätte auch gern gelacht, aber ich dachte, was ist mit dem los? Dann sagte ich, Sophie, ja. Dann sagte er, ja, Herr Davis, Sie haben eine altersbedingte Weitsicht. Ich so, was? Altersbedingt? Der hätte mir sagen können, ich sehe nichts mehr, aber altersbedingt. Ich wollte vom Hocker treten, ehrlich, ne? Und dann wollte er mir noch einen reindrücken. Da sagt er, Herr Davis, in Ihrem Alter gehen Sie am besten zum Proktologen. Ja, du lachst. Folgende Regel. Ich wusste nicht, was da abgeht. Ich war noch nie beim Proktologen. Folgende Regel an uns Männer. Wenn einer schon mal da war, sagt den Jüngeren, was da passiert. Ich wäre dankbar gewesen. Wirklich. Ich bin da hingegangen wie ein braunes Schäfchen zur Schlachtbank. Ja, warum? War ich entspannt. Wir leben in 2021. Ich dachte, die machen das mit irgendeiner App oder so. Der Hamburger sagt, ja, das ist die große Hafenrundfahrt, nicht wahr? Nur Lottmann, Bacon, Klön, Schnacken. Boah, ich bin dahin. Hätte ich gewusst, dass sie da Kaltakquise machen. Alter Schwede. Ne? So, jetzt pass auf. Ich komme da an. Der Proktologe, auch so ein Hobbykomiker. Ne? Steht in der Ecke, sieht mich und sagt, oh, ne, nimmt sein Rektalthermometer raus und sagt, oh, irgendein Arsch, das ist mein Kuli. Fand ich nicht lustig. Fand ich nicht lustig. Fand ich, hör auf zu lachen. Es war schlimm. Es war schlimm. Auf jeden Fall. Der hat mich an Stellen berührt. Ich sag's kurz, ich war im Auto, ich wollte mir wirklich bei Amazon ein Tütü bestellen, sofort. Ne? Ging aber nicht, weil ich sehe ja nichts. Ne? Also habe ich dann zu Hause gemacht. So, das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Wisst ihr, was das Schlimmste war? Als nach 2 Wochen die Rechnung kam. 482 Euro für Finger in den Po. Das hätte ich am Bahnhof für 50 haben können, aber locker. Ich hab's gezahlt, war ja eh für den Arsch. Also in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine geile Zeit. Dankeschön. Dave Davies. Finger in Po, Mexiko. Das war Olafs Club Nummer 8. Wir sagen Dank an Dave Davies. Wir bedanken uns natürlich auch bei Gerhard Bockern, bei Michael Hatzius, bei Jean-Philippe Kindler und bei Katharine Hühnerfeld. Auf die Bühne. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Bleiben Sie uns gewogen. Bis nächstes Jahr. Dann heißt es wieder Olafs Club. Dankeschön.